Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu God of War Ragnarök. Im letzten Part haben wir hier noch ein paar Nebenquests angenommen und können uns eigentlich heute auf den Weg machen. Ich muss mal schauen, gab's noch was hier in dieser Gegend? Warte mal, erstmal die Map öffnen. Legendäre Truhen, Wissen, Odins Raben gibt's hier einen in Freyas Lager. Es gibt Odins Raben hier. Guck mal hier, da ist auch noch ein Odins Raben. Hier sind Odins Raben. Wir sollten uns vielleicht doch auf den Weg machen, Odins Raben noch zu sammeln. Und hier ist doch ein unentdeckter Ort. Also hier gibt es einen Raben von Odin. Ich würde fast vorschlagen, wir machen bald mal so eine Runde, wo wir nur Odins Raben sammeln gehen. Einmal durch die Welten, die wir schon bereist haben. Und checken, wo die sind. Freyas Klagen im Kodex. Ich kann das nicht tun, aber ich muss es tun. Ich schreibe dies auf, weil ich die Worte nicht laut aussprechen kann. Ich schreibe dies auf, weil es vielleicht, wenn alles gut geht, eine lustige Erinnerung an den Mann sein wird, der ich einst war. Ein Mann, der Angst hat, der überfordert ist. Ein Mann, der nicht aufhören kann, sich wieder und wieder eine einzige Frage zu stellen. Was würde sie tun? Ich würde sie gerne fragen, aber sie ist fort. Also schätze ich, dass ich in ihrem Namen antworten muss. Sie würde mir sagen, dass ich mit dem Gejammere aufhören soll. Sie würde mir sagen, dass ich nicht wichtig bin. Dass meine Ängste, meine Unzulänglichkeiten irrelevant sind. Wichtig ist einzig und alleine dafür zu sorgen, dass das Volk Vanaheims das Joch der Arsenherrschaft abwerfen kann. Sie würde mir sagen, dass ich Angst haben darf. Dass ich wütend sein darf. Aber vor allem, dass ich stark sein muss. Das Volk Vanaheims braucht einen Anführer. Und in absehbarer Zukunft sieht es so aus, als wäre ich das Beste, das sie kriegen können. Mann, ich wünschte, sie wäre hier. Freyr. Das war cool. Okay, ja, was meint ihr dazu? Würde euch das gefallen? Ich würde mir vielleicht sogar, in Mangelung, damit wir nicht allzu viel suchen, so eine Map mit den Odinsraben organisieren, damit wir nicht 5000 Jahre rumsuchen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal gucken. Es ist ja schön, dass es angezeigt wird. Das heißt, man hat schon die Chance zu rein, wo man gucken muss. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung, wo wir noch nicht waren. Da hinten hin, wo dieser versteckte Ort ist. Umgesehen, Kratos? Noch nicht so ganz. Hier ist irgendwo noch ein Rabe, weißt du? Das juckt mich jetzt schon. Hey. Schön, dass ihr Erfolg hattet, wobei auch immer du ihr geholfen hast. Ich verstehe dich zwar immer noch nicht ganz oder deine Absichten, aber solange du ihr den Rücken frei hältst, halte ich deinen frei. Das ist nett von dir. Hast du irgendwo hier so einen Odins Raben gesehen, Bruder? Darf ich dich fragen, ob dir Alvain fehlt? Du meinst, ob mir das Licht fehlt? Das hatten wir schon. Okay. Die Wahrheit, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier lang. Verzeihung. Ich glaube, wir brechen auf. Das ist korrekt. Das zählt jetzt nicht mehr als... Zählt das noch als das Dorf? Ich muss mal auf die Map gucken. Vanaheim. Freyas Lager. Ne, das zählt noch. Ja, wir müssen hier lang und ganz da hinten ist auf jeden Fall noch ein Ort, den wir noch nicht hatten. Da würde ich kurz mal gucken, ob da noch was ist. Und dann lassen wir die Raben erstmal Raben sein. Und ich würde sagen, wir machen dann irgendwann so eine gezielte Folge, wo wir mal einfach nur Raben sammeln gehen. Aber ich gucke, glaube ich, vorher nach. Ich finde es zwar spannend, die zu suchen. Aber ich weiß nicht, wie doll euch das gefallen würde, wenn wir hier Stunde um Stunde rumlaufen und Raben suchen. Ich glaube, so spannend ist es für euch nicht. Da hole ich mir dann vielleicht eine Map, die mir sagt, wo die sind, ne? Das wäre vielleicht clever. Ist ein bisschen wie ins Lösungsbuch, Google, aber mein Gott. Vielleicht sind die natürlich auch dahinter. Es kann sein, dass wir diese Fähigkeiten erst brauchen. Vielleicht sollten wir auch wirklich erst später nochmal wiederkommen, wenn wir die Fähigkeiten haben. Ja, lasst uns das machen, komm. Wir gehen erstmal weiter. Ich habe mich jetzt kurzfristig umentschieden, dass wir hier erstmal abhauen. Wir haben ja auch noch Nebenquests, die führen uns zurück in alte Gebiete, da können wir auch nochmal gucken. Und ich würde sagen, wir warten mal noch, bis wir diese eine Fähigkeit noch haben, die wir brauchen. Dann können wir so ziemlich, glaube ich, alles erforschen, weil das ist, ich vermute, die letzte. Sicher bin ich mir nicht. Und dann kann man ja eigentlich mal so eine Rahmenrunde einlegen, weil wir dann Access auf jeden Fall zu allen Bereichen bekommen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Judy, los geht's. Genug Zeit rumgedüdelt. Gehen wir mal weg hier. Hier müssen wir lang. Ich gehe auch mal richtig lang, einfach nur weil wir den Weg damals ja nur einmal so gegangen sind. Vielleicht sehen wir da jetzt noch mehr. Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir.
Okay. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind, Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Freya stieß sich Kratos an. Durch Freyas Bündnis werden neue Kampfausrüstungen und ein einzigartiger Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Ihre Schall- und Siegepfeile eröffnen neue Möglichkeiten in Schlachten und Rätseln. Da das Bündnis besiegelt ist, kann Freya jetzt eine Vielzahl an Kampffähigkeiten und Ausrüstungen anpassen. Yo, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Drücken Sie L1 oder R1, um Freya anzuzeigen. Okay. Kampfverbesserungen. Verbessern Sie Freyas Schwert in einem beliebigen Laden, um Ihre Kampfstärke zu erhöhen. Drücken Sie nach unten, um Ihre Runenbeschwörung anzuzeigen. Magische Fähigkeiten. Freyas Runenbeschwörungen bieten wichtige Unterstützung im Kampf und können durch Halten von Viereck aktiviert werden. Runenbeschwörungen brauchen Zeit zum Aufladen. Drücken Sie L2 oder R2, um den Reiter Rüstung aufzurufen. Finden Sie verschiedene Rüstungsteile und rüsten Sie sie aus, um Freyas Aussehen zu verändern. Sie kann auch geteilte Accessoires verwenden, mit denen ihr und Atreus' Kampfstil verändert werden können. Drücken Sie L2 oder R2, um den Reiter Fähigkeiten aufzurufen. Freya besitzt einen einzigartigen Fähigkeitsbaum, der die EP nutzt, um sie getrennt voneinander in Kampf und Quests erlangen. Ja. Weiß ich. Nun? Achso. Schalten Sie Rankenbeschwörung, Giftangriffe, Valkyrenaktionen und andere Fähigkeiten frei. Drücken Sie X, um sich Freyas Fähigkeiten anzusehen. Okay, da haben wir es doch schon. Da haben wir Freya. Freya kann Ranken aus dem Boden wachsen lassen, die Gegner an Ort und Stelle festbinden. Mega cool, dass das geht, oder? Aber kaufen kann ich es noch nicht, oder? Doch? Nö. Was das? Gekauft, das ist schon gekauft. Ich verstehe. Mehr geht noch nicht. Hier. Runenpfeil. Verursachen erhöhten Statusschaden. Was haben wir hier noch? Freyas Ranken binden Gegner länger am Boden fest. Können wir nicht kaufen. Aber wir können auf jeden Fall hier den Runenpfeil kaufen. Und wir können... Freya nimmt ihre Valkyrenform an, um Gegner aufzuschlitzen. Wie cool ist denn das? Freya kämpft aggressiver auf dem Schlachtfeld, pariert öfter und stürzt sich häufiger auf Gegner gerne. Valkyrenform generell finde ich eine nice Sache, muss ich sagen. Von Freyas Siegelpfeilen ausgelöste Hexenfluchexplosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Und was haben wir hier noch? Von Freyas ausgelöste Schallexplosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Ich mach erstmal den hier, das klingt witziger. Nun haben wir nicht mehr genug Punkte, ne? Schade. Wie sieht's denn hier aus? Hier können wir endlich auch mal verbessern. Wenn Sie einen Gegner... Erstmal die Axt, würde ich sagen. Erstmal die Axt. Die benutze ich deutlich mehr. Halten Sie Dreieck beim Sprinten gedrückt, um schnelles Frosterwachen zu wirken. Okay. Was haben wir denn hier noch? Drücken Sie L1 und R2 mit bloßen Händen, um die Leviathan-Axt schnell zurückzurufen. Das ist cool. Das habe ich damals auch sehr gerne benutzt. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause. Kann man kaufen, werde ich nie machen, weil ich es immer vergesse. Leviathan-Axt, drücken Sie in der neuen Haltung R2, um einen Fernangriff-Kombo auszuführen, die Gegner in die Luft schleudert. Das Gute ist, auf unserem Schwierigkeitsgrad muss man das nicht, aber ihr seht, das Kampfsystem ist schon ein bisschen deeper, als ich das jetzt hier nutze, weil ihr wisst ja, ich bin kein Combo-Man, funktioniert einfach nicht. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen R1, also dreimal R1 und R2. Das kann ich mir merken. 1, 2, 3, zack. Und dann den dicken. Bumm. Okay, das versuchen wir uns mal zu merken. Ihr dürft mich auch gerne, wenn ihr seht, dass ich wieder irgendwas Tolles vergessen habe, in den Kommentaren natürlich darauf aufmerksam machen, von wegen, Fuchs, Junge, ne? Erinnerst du dich vielleicht an dieses coole Ding oder dieses coole Ding? Sehr, sehr gerne.
So, wenn Verbrennung voll ist, drücken Sie L1 und Dreieck zum Aktivieren. Verstärkt alle Nahkampfangriffe mit Chaosklingen durch brennende Explosionen, durch die eine Zeit lang zusätzlich Rage aufgebaut wird. Nehmen wir. Was haben wir hier noch? Fernkampf. Wenn Sie einen Gegner am Boden mit Hyperions Griff angreifen, wird ein feuriger Aufprall ausgelöst, durch den brennende Funken nach vorne fliegen, die den Gegner hinter ihrem Opfer Schaden zufügen. Ich glaube, jetzt haben wir nichts mehr an. Ne, jetzt reicht's nicht mehr. Gut. Schön. Gehen wir erstmal weiter. Wenn bereit, zu Sindri zurückkehren. Gehen wir erstmal zu Sindri. Einmal durch hier, ne? Oh, entspannt. Ah, jetzt kann sie, wa? Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Kannst du mir da helfen? Rina. Meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zauberformel. Ich sehe. Wunderbar. Zusammenzuarbeiten öffnet bereits Türen für uns. Ah, macht er immer solche Wortspiele? Ja, leider. Okay, jetzt wird's cool. Also wieder eine weitere neue Fähigkeit bekommen zum... Mehr von diesen Ranken. Weißt du noch, was zu tun ist? Ja. Ich glaube schon. Ich musste so machen. Du konntest doch irgendwie... So machen. Und dann nochmal so. Nee, dann müssen wir so machen. So. Musst du halt ran, weißt du? Bei einem Fernkampfangriff. Dann konnte das übergehen. Aber dafür muss es nah genug zu mir ran. Was irgendwie nicht funktioniert. Kann ich hier lang? Nein. Also Ranken kriegen wir weg, indem wir die halt, wie gesagt, zu uns ranführen, aber... Ah, okay, es geht doch. Reicht das? Hat nicht ganz funktioniert, nochmal, also. Ja, guck mal. Erstmal wieder eingrufen. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Das ist was für Atreus eigentlich. Kann ich das mit meiner Axt? Sieht mir nach Klingstein aus. Deine neuen Pfeile von Brock machen damit sicher kurzen Prozess. Meine? Ach so, da. Ja. Man kann schalten. Ich muss das erstmal rein, was hier passiert. So, okay. Sie kann ihre Pfeile umschalten. Ihr seht schon, ne? Ich muss mich wieder eingerufen. Es ist wieder eine Woche Pause gewesen. Gut, kurz nochmal gucken. Hier oben sind nur Affen oder sowas. Keine schönen Odins-Raben. Dann würde ich sagen, Lust auf eine kleine Ausfahrt? Ja, ne? Komm. Gemütlich mal ein bisschen tuckern. Das muss auch mal sein. Los geht's. Es stimmt also? Tiere ist wirklich am Leben? Ja. Nicht ganz in Topform. Er schläft jetzt in einer Besenkammer. Aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Dann mal hier linke Hand. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alfheims.
Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Starten wir doch erstmal damit. Okay, ich wollte eigentlich anlanden, aber das hat nicht so gut funktioniert. Bitte, kann man hier nicht landen? Leute, wie ist das mit Anlegen hier? Geht? Ach ja, na, natürlich. Es ist ein bisschen schwierig so. So, wir gehen da nicht durch, keine Sorge. Wir gehen natürlich erstmal noch ein bisschen erkunden, ist ja klar. Das Wappen von Skirtnir. Leider nicht so schlau, wie er dachte. So, hier haben wir noch eine Kiste. Hier könnte man durch, gehen wir jetzt aber noch nicht. Wir sind ja nicht bescheuert. Kann ich das Ding noch irgendwie anzünden hier oder so? Das sieht lustig aus. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Okay. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Also, da kommt doch noch was. Alter, verrückt. Ich bin mal gespannt. So, dann schalten wir wieder durch und... Oh, jemine. Das wird noch wieder ein bisschen dauern. Gut, wir können jetzt den Fluss erkunden. Und vielleicht alte Missstände beheben. Na dann, mal los. Ich bin dabei. Vielleicht finden wir noch ein paar Raben. Hier finden wir auf jeden Fall erstmal noch Geld. Da finden wir noch was zum Einsammeln. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums birgt dauerhafte Vorteile. Stärke wird dauerhaft um 2 erhöht. Ehrenhaft. Gut. Ich fahre erstmal hier lang, würde ich sagen. Wir erkunden ja eh alles, ne? Deswegen ganz entspannt mal schauen. Hier ist irgendwie eine Höhle. Landen wir da erstmal an. Da hast du noch nichts mit zu tun, ne? Nee. Da kommen wir noch nicht weiter. Da wird erst noch irgendwas passieren. Na gut. Wir können trotzdem mal hier hingehen und gucken, was da ist. Nur ein bisschen hübsche Vegetation, sonst nichts. Na gut, dann fahren wir weiter. Fuchs direkt in die falsche Richtung gefahren, ne? 50-50 Chance und verkackt. Was hast du noch zu erledigen? Ich habe etwas zurückgelassen, bei den Fellen. Wo du geheiratet hast? Warum willst du dorthin zurückkehren? Um von den Fesseln meiner Ehe frei zu sein. Und von Asgard. Ich glaube, das bist du schon seit langem. Nicht völlig. Nicht genug. Führe uns. Freyas fehlender Frieden begonnen. Verfolgen wir direkt mal. Ist das nicht schön, wie viel hier auch abgeht? Du fährst hier durch mit deinem Bötchen und überall hinten siehst du die Tierchen, die dann irgendwie interagieren mit der Umgebung. Oder hier ein bisschen sich hoch. Schön. Ich finde das einfach nur schön. Da hängen ein paar blöde Affen rum. Moin. Wehe, einer von euch kackt mir auf den Kopf, ne? Wenn ich hier so eine Wurst auf meiner Glatze wiederfinde, ne? Alter. Rastig aber aus, so. So, moin. Fluss Delta. Mein Volk besiedelte diesen Fluss vor sehr langer Zeit. Tausende pilgerten auf ihm zum Schrein der Verehrung. Da, 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 da. Doch dann kamen die Asen. Das ist alles, was blieb. Ich habe einen Vogel gefunden, Leute. Ich habe einen Vogel gefunden. Müssen wir nur erstmal irgendwie anlanden. Irgendwo. Ist schon ein bisschen gubbelig hier. Fahren wir nochmal hier lang. Hier geht's, glaube ich, schon weiter. Ah, da gibt's ja einiges zu erkunden. Holy moly. Okay.
Nee, wir gehen noch nicht hier lang. Wir gucken erstmal noch hier. Hier ist noch was. Meine Lieben, wir machen aber jetzt erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Ist auch schön hier. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst bitte wie immer ein spannendes Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne. Unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.